Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Und zwar schon bei der dritten Folge. Mit dem Matmos-Sound-Mod wieder. Erstmal die Geräusche ein bisschen runterstellen. Oh ne, ich will ja nicht, dass es für euch zu leise ist. So. Ja, ich überlege gerade, wie wir die Hütte wohl ansehnlich machen können. Aber wahrscheinlich ist sie eh ein hoffnungsloser Fall, also. Aber was ich immer machen muss, einfach nur fürs gute Aussehen. Hatte ich hier nicht irgendwo noch Steine rein? Oh, verdammt. Ich dachte, ich hätte noch irgendwo Steine reingehauen. Egal, hau ich jetzt einfach da Steine rein. Ein paar Pflastersteine brennen. Ach ja, was wir machen könnten, ist uns um Essen zu kümmern. Ja, das ist nicht ganz unwichtig. Ja. Also ich habe hier die paar Seeds und ich brauche noch mehr Seeds. So, bam, 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 bam. Kaputt machen, kaputt machen, alles kaputt machen. Wow, was ist da los? Wieso sind hier diese komischen Berggeräusche? Dann sammle ich nochmal ein paar Pilzchen. Hatte ich noch einen? Da, so einen Pilz hatte ich auch noch. So, noch mehr Seeds. Diese Landschaft finde ich an sich eigentlich ganz cool, weil sie ist so ein bisschen Beta-Feeling. Also hier ist nicht ganz so viel Gras überall. Und das ist so eine geile Berglandschaft. Also ich feiere diese Map, ganz ehrlich. Und ich habe euch einen Seed in die Videobeschreibung reingepackt. Und ihr müsst euch das unbedingt mal angucken. Ja. Was ich noch sagen wollte, ich habe mich halt gestern für den besten Let's Player des Monats Titel beworben bei Ungespielt. Der hat ja dieses beste Let's Player des Monats Video gemacht, wo er Bob John gekürt hat. Und ja. Ich habe mich da halt auch beworben und ich habe allein durch die Bewerbung schon 2 Abonnenten mehr gekriegt. Okay, 2 Abonnenten ist jetzt nicht so viel scheint es, aber für mich ist es viel. Weil jetzt habe ich halt, naja, logischerweise irgendwie 7, ne? Und ja, ich finde das einfach. Was? Oh, ich hatte doch noch Stein. Hehe. Das wusste ich natürlich, ne? Also. Ja, und da habe ich halt, ich glaube, das waren noch die 2, die mich abonniert haben. Sieht besser aus, das geht jetzt besser in den Boden rein. Das waren, glaube ich, auch die 2, die mich abonniert haben. Hatten mir auch unter dem Video geschrieben, hey, gutes Video und so, weiter so. Und ich wollte mich einfach mal bedanken, ne? Ne? Ich sag jetzt ständig wieder ne. Ups. Absicht, Absicht, alles Absicht. 3-mal auf Holz geklopft, die habe ich doch schon längst die Augen geschafft. Egal. So, ich bin zu doof dafür, deswegen mache ich das jetzt einfach so. Und diese Wechselgeräusche, die irritieren mich gerade total. Die sind total irritierend. So. Sag mal, wo ist eigentlich das ganze Glas hin? Ich hatte doch so viel Glas, oder? Oder irre ich mich? Ach nee, ich hatte ja nur 7 Sand abgebaut. Das ist auch nur für die Scheiben hier. Brauche ich hier 6 für. Zack, zack. Zack, zack. So, und 1. Zum gut aussehen. Da kann ich ja irgendwo sonst auch mal ein Fenster reinkloppen. So. Dann muss das Ding da weg. Zack. Dann packe ich da wieder Holzstämme hin. Und hier vorne muss auch noch ein Holzstamm hin. Sehr schön. Sieht auch gleich ein bisschen schöner aus. Naja, ja, so ungefähr. Wie man es halt nennen möchte. Aber sieht gleich irgendwie alles ein bisschen freundlicher aus. Und ich wollte ja noch die Seeds anpflanzen. Weil ich kann schon gar nicht mehr sprinten. Oh mein Gott. Ich bin am Verhungern. Zum Glück spiele ich ja auf... Spiele ich auf einfach? Ja, okay. Zum Glück spiele ich auf einfach. Da kann ich nicht mehr als 5 Leben verlieren durch Hunger. Bam, bam, bam. Zack, zack. Oh, das wird schon ein Vogel. Ich hatte einfach mal testweise in einer Kopie von diesem Seed hier den Tornado-Mod drin. Leider ist kein Tornado gekommen, aber es ist schon ganz cool beim Gewitter zum Beispiel. Ich hatte halt ein Gewitter gemacht und da vorne hier, ne, bei dem Fluss, hier, hab nicht nur das Rauschen gehört durch den Matmos-Sound. Ups, jetzt leckt es gerade ein bisschen. Jetzt stabilisiert sich die Frame-Rate wieder.
Ja, hier hat sich halt, hier waren richtige Wellen, ne? Also die gingen wirklich ein Block hohe Wellen und das sah wirklich schon hammergeil aus. Und ich habe echt überlegt, ob ich den mit ins Let's Play reinnehme, aber na, das ist glaube ich nicht so geil, wenn dann am Ende so ein Tornado kommt. Und jetzt ruckelt Minecraft total. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Komisch. Grafikeinstellung, Performance, mache ich einfach mal Max FPS, rendert ist dann normal. So. Jetzt 22, 21, 22. Die Framerate ist. Es ist 18:30. Komisch. Bap, bap. Duft, duft. Komisch. Ich guck mal kurz in Grafikeinstellungen, Details, bla 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 bla. Cloud Höhe mache ich mal ein bisschen so. Cloud Deffelt, Fast, Fancy. Ist jetzt fast. Trees sind deffelt, Wasser ist deffelt. Sky, Items Drops, bla bla bla, Stars und On. Ja, keine Ahnung, woran das liegt. Erstmal schlafen. Ach, es ist doch schon fast nachts. So. Das Texture Pack. Guck mal hier, die Wolken. Jetzt sind sie wenigstens weiß und nicht mehr so komisch grau. Das Texture Pack, das ist das. So, Manx, Texture, PvP, bla bla, 1.5.1, PvP, bla. Texture Pack, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Hier müssten eigentlich noch ein paar Bäume hin. Und dann mache ich hier vor so eine kleine Lichtung. Ups. Wenn ich genug Kies habe, vielleicht sogar so ein Kiesweg, der da wegführt. Boah, und das nervt sowas von total, dass es hier die ganze Zeit sich hin abruckelt. Und, schöne Runde schlafen. Warte mal, geht eigentlich slash debug? You have no permissions to open this area. Cheats erlauben an, LAN-Welt starten. Wow. So, debug. Debug, ich weiß gar nicht, ich habe debug noch nie eingesetzt, aber ich mache einfach mal debug start. Startet Debug-Aufzeichnung. Ach so, und dann startet der, glaube ich, so ein Debug-Dings da, ne? Und danach, glaube ich, entfernt er die Bugs, oder? Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ah, ich muss mal kurz räuspern. So, das schneide ich dann später einfach bei der Tonaufnahme raus. Das ist das Schöne mit Audacity. Ich nehme mit Audacity meinen Sound auf und danach. Das kann ich eigentlich mal erzählen, weil ich habe mich jetzt erst letztens in Audacity eingelebt und ich spiele da gerade das mit rum und ich finde das Programm einfach toll. Das bringt total Spaß damit, irgendwie so einen Scheiß zu bauen. Irgendwie so einen Scheiß rumzuspielen und so. Und da ist mir gerade mal eingefallen, ich könnte eigentlich. So, da kommen da die Öfen rein. Ich bin Genie, ne? So. Und meine Hungerpunkte sinken weiter ab. Also, alles, was jetzt nicht passieren darf, ist, dass ich einem Monster begegne. Weil das wäre jetzt ja die pure Katastrophe. Und weil ich so lustig bin, mache ich mir einfach nochmal zwei Öfen, damit sie auch noch in die Wand reinpassen. So. Habe ich so eine kleine Ofenwand. Und ich überlege, ob ich hier oben noch Baumstämme lang mache, aber ich glaube, das lasse ich einfach mal. Aber ich könnte mir, wenn ich Eisen finde, könnte ich mir erst eine Schere craften, aber das lasse ich auch erstmal fürs Erste. Was ich machen könnte, wo kommt denn überall die Werkbank hin? Das Haus ist 1, 2, 3, 1, 2, oh Mist. Ja, ups. Da wollte ich es jetzt eigentlich nicht haben, aber ich könnte eigentlich mal so eine kleine Küche bauen. Ja. Wenn, dann kommt die Küche hier hin, wo auch das andere Dingens ist. Zack. Dann ist da der Crafting Table und dann zack, zack. Eine Kiste und dann nochmal ein bisschen mehr Eichholz. Ich weiß, ich bin gerade ein bisschen verschwenderisch. Aber das passt schon. Genau. Und dann. Mache ich aus den Stöckern einen Zaun, noch einen Zaun.
Und der kommt dann dahin. Und dann so. Oh, hätte auch ein Song gereicht, aber es ist so nicht gehabt. Müsste ich eigentlich rein theoretisch. Ups, das ist eine Kiste. Ja, ich weiß, ich bin ein professioneller Minecraft-Spieler. Ich weiß nicht mehr, wie man eine Werkbank macht. Und warum kriege ich die ganzen Errungenschaften jetzt nochmal? Ich habe keine Ahnung. So. Und zack. So, da sind da zwei Crafting-Table. Und dann mache ich einfach. Dann kommt einfach hier ein Durchgang rein. Und dann kommt noch hier ein Durchgang rein. Und da kommt auch noch ein Durchgang rein. Und ich wollte ja wieder ein bisschen lauter sprechen, das darf ich nicht vergessen. Okay, wie macht man nochmal eine Falltür? So. Und die so? Nein. So? Ja, so ging das. Zack. So. Jetzt habe ich eine wunderschöne Falltür. Geht leider nicht nach dahin auf, aber. Zack. Und dann buddel ich mich hier irgendwo, mache ich vorne. Ja, hier mache ich das. Da buddel ich mich einfach ein bisschen nach unten für so einen Minenschacht, wisst ihr? Ah, hier ein bisschen Gravel. Das brauche ich ja auch noch. Und zack. Und dann kriege ich auch noch ein paar Feuersteine, aber vor allem brauche ich Gravel ja für den, oder Kies für den Weg. Ein schöner Kiesweg. Weil ich glaube, ich mache als erstes, mache ich erstmal so ein. Na, Dorf ist nicht richtig gesagt. Oh, das ist Kohle. Kohle, 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 Kohle. Sehr schön. Aber ich glaube, ich baue mir draußen noch ein paar Häuser, also irgendwie so ein Lagerhaus und so weiter und so fort. Eisen. Na, also hat sich doch jetzt schon gelohnt, sich nach unten zu buddeln. Gravel und Eisen und ein bisschen Kohle. Und ich kann auch noch eine Fackel platzieren. So. Ich weiß nämlich nicht, wie dunkel es am Ende für euch ist. Wo komme ich nochmal nach oben? Da komme ich nach oben. Oh, jetzt ruckelt es schon wieder so. Ich kann ja mal das Debug. Mit einem Slash davor meine ich natürlich. Debug. Und dann. Stopp. Debug-Aufzeichnung nach 344 und 8 Sekunden gestoppt. So, das Eisen abbauen. Zack, 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 bam. So, und ich habe jetzt nicht vor, gleich hier nach dem vierten Mal so eine große Höhlenerkundung zu machen, nach der vierten Folge. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu übertrieben, aber mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Steht alles noch so ein bisschen offen. Und habe ich Erde dabei? Nee, Pflasterstein. Ach egal, da baue ich mich einfach mit Kies nach oben, bis ich eine Leiter habe. So. Ups. Das war jetzt sehr überlegt von mir. Und jetzt kriege ich langsam Schaden wegen Hunger. Bitte seid fertig gewachsen, Seeds. Moment mal, habe ich. Ich glaube, ich habe sogar noch Brot in meiner Kiste. Ne? Oh, ich bin auch so ein Genie, ey. Hab die ganze Zeit Brot in meiner Kiste und hol's mir nicht. Zack, schön Schwert immer bereithalten, ne? Hinter jeder Ecke könnte ein Monster lauern. Guck mal, ich habe sogar noch zwei Stück Brot in meiner Kiste. Am nom 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 nom. Ich ernähre mich von Trockenwasser und Brot. Brot. So. Wie lange nehme ich jetzt auf? Oh, ich bin jetzt gleich schon bei über einer Viertelstunde, aber ich habe gerade guten Lauf. Ich nehme jetzt ein bisschen länger auf. So, ein paar Stücke. Und zack, zack, zack. So ging eine Leiter, ne? Ja. Sehr schön. Und dann mache ich mir einfach mal ein Leiterchen. Ein paar Leiterchen. Und
So. Und dann nach unten bauen. Das hier muss auch noch weg. So, mehr dafür nehme ich einfach mal, weil ich so lustig bin, normalen Stein. Zack, zack. Hallo? So. Ups. Die soll da nicht hin. Und die da kann auch noch weg. Und dann kommt da oben drauf eine Pfeiltür. Pfeil, ja, eine Pfeiltür. So. Und die unterste Leiter mache ich auch mal weg, weil ansonsten immer geht man immer hoch, wenn man da lang geht, und das nervt irgendwie ein bisschen. So, fällt niemanden auf. Hier geht es dann zum Minenschacht oder wie auch immer man das nennen will, runter. So, und hier mache ich jetzt mal einen richtigen Raum. Ja, ich kann ja zum Glück Videos hochladen, die über 15 Minuten gehen. Deswegen werde ich das jetzt einfach mal ausnutzen. Weil ich habe gerade irgendwie Bock drauf. So, und zack. Ah, ich habe gerade irgendwie Bock drauf, ein bisschen länger aufzunehmen als normal. Und ja, was ich auch noch machen wollte, ich weiß, ich habe noch nicht so viele Abonnenten und so weiter, aber ach ja, stimmt ja, hier war ja noch Kohle. Oh, Kohle, Kohle, Kohle. Wie lange würdet ihr empfehlen, sollte ich die Videos machen? Also immer so ungefähr Viertelstunde, 10 Minuten bis Viertelstunde, also ungefähr 12 Minuten dann dementsprechend, oder vielleicht sogar 20 Minuten. Oh, noch mehr Eisen. Eisen. Und schön viele Level. Die Level bringt zwar noch nicht so viel, aber immerhin. Ja, also, das findet ihr ist eine gute Länge, also ohne dass die Aufmerksamkeitsspanne dann nachlässt, weil das bringt ja auch nichts, wenn ich dann aufnehme und dann gucken die Leute das gar nicht zu Ende, weil sie überhaupt keinen Bock mehr drauf haben und die Aufmerksamkeit nachgelassen hat. Und noch eine Kohle. Es lohnt sich doch hier. Boah, ey, das geht nicht. Das muss jetzt gewechselt werden. So. Weil das bringt dann ja auch nichts. Und das bringt mir dann ja auch nicht keinen Spaß, wenn ich dann irgendwie sehe, die Leute gucken das Video gar nicht zu Ende, weil das bringt dann überhaupt nichts, überhaupt aufzunehmen. Da kann ich auch genauso gut gleich lassen. Ups. Jetzt flutsche ich hier ein bisschen mit meiner Maus orientierungslos rum und ich mache das Video jetzt, glaube ich, 20 Minuten lang. Und ja, dann mache ich Folge 4, glaube ich, ungefähr 15 Minuten lang und habt ihr halt immer ein Beispiel und könnt mir halt in die Kommentare schreiben, wenn ihr überhaupt bis hier gesehen habt, wie lange ihr es haben möchtet. Das Let's Play. Ja. Würde mich einfach mal interessieren und draußen ist schon wieder Nacht. Ja. Das war schön. So. Und da oben fehlen eigentlich nur, damit es gut aussieht, noch ein paar Öfen. Und ich habe ja erstmal genug Cobblestone. Also ich kann es mir erlauben. Und so. Und so. Was ich auch noch machen wollte, ist mir Inventory, ne, Mousetricks, glaube ich, heißt das, zu installieren. Das ist ganz cool, dann lässt sich alles viel schneller craften. Also nicht viel schneller, aber ein bisschen schneller craften. So. Ja, also mich würde es einfach mal alles interessieren. Und ihr könnt mir auch gerne positive oder vielleicht auch negative Kritik alles schön in die Kommentare reinschreiben. Für mich ist das immer interessant. Und warte, habe ich gerade positive Kritik? Gibt's das überhaupt? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Halt irgendwie Feedback, genau, Feedback. Ihr könnt mir einfach Feedback in die Kommentare schreiben, was ihr gut findet, was ihr nicht so gut findet. Und ich werde da versuchen, das zu korrigieren. Wenn ihr mir irgendwie auch was Sinnvolles hinschreibt. Von einem Skelett. Ne, mit dem lege ich mich jetzt lieber nicht an. Mit den wenigen Hungerpunkten, die ich jetzt habe. Ah, aber es legt sich mit mir an. Hilfe! Ah! Ich habe keinen Bock auf Skelette. Aber, na egal, ich nehme jetzt über 20 Minuten auf, also mein Ziel ist erreicht.
ihr wisst, was ihr zu tun habt. Dann ciao Leute und bis zur nächsten Folge, Folge 4.